Hi meine Lieben, wie im letzten Video schon erwähnt, war ich ja bei Netto, bei dem Schwarz mit dem Hund und habe da mega geniale Sachen entdeckt, weil ich habe ja eine Gruppe bei Facebook und da hat jemand nämlich die Werbung gepostet und ich dachte mir, ja, gehst mal hin. Ich hätte es lassen sollen. Ich habe so schöne Sachen gefunden. Zum Thema meiner Gruppe, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich biete da aktuell auch wieder so ähnlich wie meine Adventskalender Bastelpakete an, weil ihr wisst, ich habe natürlich viel zu viel. Kann ich niemals aufbrauchen. Möchte ich gerne mit euch teilen. Und ja, wenn ihr Interesse habt, wie auch immer, schreibt mich einfach an. So, ich zeige euch, was ich da alles Schönes gefunden habe. Zum einen hier solche selbstklebenden Rahmen. Da sind 8 Stück drin. 1,49. Dann traumhaft schöne Sticker. Also alles perfekt so zum Scrapbooken und sowas alles. Und Leute, die sind doch mal richtig schön. 1,49. Weiter geht's mit solchen Sprüchen. 1,49. Diese hier. 1,49. Diese, die sind so puffy. So Schaumstoff. 1,49. 1,49. Hier auch nochmal. Die finde ich so toll. Die sind halt so poxy und ein bisschen erhaben. Ich liebe es total. Ist das hier? Fleck. Kann man auch aufkleben, glaube ich. So, das hier, das auf dem Album. Perfekt. Dieses. Dann diese hier müssten ebenfalls 1,49 gekostet haben. Das sind so Ephemera-Pakete. Deko-Figuren aus Papier. Da, ideal für Scrapbooking und zum Basteln von Karten. Da sind diese hier alle drin. Da gab es das Paket und jenes. Da sind die Sachen alle drin. Dann gab es einen Stickerbogen, Buchstaben. 112 Buchstaben sind da drin, so Holo, mit Zahlen und Zeichen und Buchstaben, wie gesagt, 1,49. Dann machen wir weiter, es gab Alkoholmarker, total genial. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und im Internet geschaut, nach diesen Bezeichnungen hier. Und original... Diese Bezeichnungen inklusive Nummern sind bei Copic identisch. Also die V09 Violett heißt auch bei Copic V09 Violett. So, malen so. Ja, einzeln würde ich sie jetzt nicht unbedingt nehmen, weil sie nicht miteinander verblendbar sind. Also man könnte jetzt die drei nehmen. Ich weiß nicht, ob man einen guten Übergang hinbekommt, das weiß ich nicht. Ein so ein Paket 4,99, da sind 6 Marker drin. Und wenn man überlegt, wie viel kostet ein Copic, der kostet ja schon alleine 4,99. Ja, gab es einmal diese rosa Variante. Dann hier diese grün-gelbe Variante. Ähnliche Farben sind auch bei den Action-Markern dabei. Also, die sind jetzt nicht zwingend notwendig, aber ich wollte sie halt unbedingt haben. Und hier sieht man halt, die drücken gar nicht so doll durch. Ich bin jetzt auch nur einmal so drüber. Ja, sie riechen auf jeden Fall nach Alkohol. Diese Blautöne und hier so Grau-Schwarztöne. Ja, und wie gesagt, alle diese Bezeichnungen, genau so heißen sie auch bei Copics. Das. Dann gab es für, ich glaube, 3,99, genau, hier so ein Stempelset mit Farbe, Acrylblock und Buchstaben. Und ein Riesenpaket, also so riesen aufgrund der Größe, 30,5 x 30,5, ist ja 12 Inch. Ein Paket bedrucktes Bastelpapier. Ja, ich würde so sagen 150 Gramm so. Also nicht so leicht, aber auch nicht extrem schwer. Da sind hier diese Muster alle drin. Sehr, sehr schöne dabei. Und lustig ist, warte mal, ich kann es mal aufmachen. Dann zeige ich es euch mal richtig. Dieses eine Papier ist original. Ich das auch reichen kann. So. Halt auch teilweise foliert und alles und richtig schöne, aber alles durch die Bank durch. Hier haben wir so Galaxy hier mit Streifen, Flamingos. Und jetzt wartet gleich, das ist auch sehr schön. Und zwar dieses hier. Das ist original dasselbe Blatt Papier wie aus dem Papercraft Set von Action. Alle unter einer Decke. So, das war das Paket.
Dann war ich noch bei IKEA. Da habe ich passend zueinander diese beiden Sachen entdeckt. Ich weiß nicht, ich glaube 4,99, 3,99. Das ist so ein Paket Sticky Notes. Nennt sich Knallgull. Da sind jeweils 50 hier Sticky Notes drin und dazu passendes Washi Tape. Was ich ganz cool fand, ist halt, ich mag immer sehr gerne Uniformes. Und hier, das ist halt dasselbe Muster wie, also so, ne, geometrisch. Diese beiden Sachen. Und bei Lidl, das ist jetzt aber schon ein bisschen länger her, aktuell gibt es bei uns noch, habe ich hier einmal so Deko-Tape. Ist kein Washi-Tape. Ja, einmal hier Happy Summer und I Love Photo. Und hier Streudeko. Da kann ich euch nicht sagen, was es gekostet hat. Streudeko genauso von Lidl. So kleine Schmetterlinge. Ja. Kurz, aber knapp. Nee, kurz und knapp. Das war's schon. Die Netto-Sachen sind jetzt von Montag, was war da, der 18. Also noch relativ aktuell, 18. Februar. Und ja, vielleicht habt ihr Glück, wenn ihr da noch irgendwie Interesse habt. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und wie gesagt, Link zu meiner Gruppe in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!